Up and Down von Carmen Kraut. Die Tage vergehen wie im Zeitraffer. Und doch sind da diese Momente, up und down, gefühlt, erlebt, auszuhalten, die sich ziehen wie Kaugummi und immer wieder vor einem stehen wie eine Wand. Hinaus aus alten Strukturen, Mustern und Gewohnheiten, teils vertraut, tief schmerzend, selten schön. Ziehen lassen, loslassen wollen und doch so schwer, es das ein oder andere Mal einfach zu können. Zu erkennen, was ist. Manchmal ist der Kopf schon so viel schneller und die Seele hängt noch irgendwo hinten fest, quält sich und kommt kaum zur Ruhe. Oder sie weiß schon, um was es geht, aber der Kopf macht nicht mit. Ein andauerndes Rauf und Runter des eigenen Empfindens bis an die Grenzen und auch ab und zu darüber hinaus. Der reife Prozess des Erkennens, des Annehmens und des Es ist. Ja, das ist Angst. Ja, das ist Sorge. Ja, da ist Erschaudern. Ja, da ist ein komisches Gefühl von Ungewissheit. Ja, das ist auch ein Anteil von Wut und Verzweiflung. Ja, das alles ist einfach da, wie in einem Abenteuer im Urwald, wo man sich mit der Machete den Weg frei macht und nicht weiß, was einen erwartet. In die Knie zu gehen, ganz nach unten, vieles abgeben, hergeben, loslassen, das ist ausgesprochen so einfach, doch im Umsetzen eher weniger leicht. Verstehen zu wollen, warum und wozu manche Wege so schwierig und fast unbegehbar erscheinen. Für all das braucht man Kraft und Mut, alle Anteile zuzulassen, anzuschauen, auszuhalten, sie zu durchleben und anzuerkennen. Nichts von all dem ist falsch. Es ist, wie es ist. Alle Prozesse zu erleben, sie nicht schön zu reden, aber auch nicht wegzusehen, hindurchfließen lassen, ganz und gar. Die Tage vergehen wie im Zeitraffer. Und doch sind da diese Momente, up und down, gefühlt, erlebt, auszuhalten. Diese Tage gehen an unsere Essenz, an das, was wir wirklich sind, an das, was uns ausmacht. Es braucht jeden Augenblick davon bewusst durchlebt. Jede Träne, jedes Weinen und Schluchzen braucht es. Jedes friedvolle Rasten, jeden schönen Impuls. Das, was war, ist vorbei. Es ist geschehen, nicht mehr zu verändern. Die Narben, die geschlagen wurden, sind noch schmerzend, brauchen Zeit, viel Verständnis und Liebe für sich selber. Die Tage vergehen wie ein Zeitraffer, doch aneinandergereiht ergeben alle diese Tage Heilung auf Zeit. Zeit kann nicht alle Wunden gänzlich heilen. Manches schmerzt ein Leben lang, aber die Fähigkeit zu entwickeln, mit dem, was ist, umzugehen, es besser anzunehmen, ist der Lernweg, unsere Übung. Und jedes Up und Down ist ein Schritt in unsere eigene Freiheit. Die Chance, in unsere Mitte zu kommen und von dort aus wieder ins Strahlen zu kommen. Jeder dieser Up und Downs ist wertvoll, wichtig. Jeder Moment durchlebt, macht uns bewusster, sicherer und auch stärker. Die Tage vergehen wie im Zeitraffer. Und doch sind da diese Momente, Up und Down. Gefühlt, erlebt, auszuhalten. Immer besser, immer sicherer und bewusster, stärker. Strahlen des inneren Lichtes. Herzumarmung. Carmen Kraut.